Voller Erfolg im dritten Spiel der Playoffs im Halbfinale nach dem Motto Best of Five. Der OSC Potsdam auch hier zu schwach für die Wasserfreunde. Finaleinzug damit gesichert und nun heißt es Spandau gegen Waspo Hannover, die Achte. We was focused because it's the way for our place to a final, so it was very important for us to win this game and to finish it for don't go in five games. Schon das zweite Spiel in der Best-of-Five-Serie konnten die Wasserfreunde souverän, klar und deutlich meistern und setzen nun hier ein weiteres Statement. We was on the same way. It was a training game. We work out this week for prepare the final. So we was ready for this game. Erste Halbzeit, die Spandauer eher etwas leichtsinnig in die Partie gestartet. Vereinzelte Treffer, die dennoch zu einem schnellen Tore-Vorsprung führten. Zu verdanken unter anderem Nikola Dedovic mit der Cup Nummer 8. Der Allrounder erzielte in der ersten Halbzeit allein schon 5 Tore. Der OSC Potsdam kam durch die starke Defense der Spandauer kaum an. 2 Tore konnten nur erzielt werden. In der Pause hieß es dann 9:2 für die Gastgeber. First two period was little confusing because we was not so focused in beginning, but we go fast after in the game, so was okay. In der zweiten Halbzeit schon besser getaktet. Die Spandau ließen sich durch Angriffsversuche der Potsdamer nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn die Defensive der Wasserfreunde mal etwas schwächer war, konnte Torhüter Laszlo Baksa hervorragende Leistungen erbringen. Center Stefan Piesiewicz mit der Nummer 12 konnte sein Team ebenfalls voranbringen und zwar mit ganzen 4 Toren in der zweiten Hälfte des Spiels. Durch die gut durchdachte Taktik der Wasserfreunde und natürlich auch die Klasse, die individuelle Qualität ging das dritte und letzte Spiel des Halbfinals an die Gastgeber mit starken Beeindrucken 21:5 Toren. We worked very hard this last week. We are very focused on this. We really want to win this because the last 2 times we miss this chance. So we are ready for this game. Waspo Hannover als Gegner kann nun kommen. Auch hier müssen sich die Wasserfreunde Spandau 04 natürlich gut bestens vorbereiten, um nun die deutsche Meisterschaft endlich wieder für sich zu gewinnen. Das Ende des Endergebnisses. Dankeschön auch.